Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Tag 2 der DGHD ist vorbei und ich sitze wieder in meinem Büro, weil es, wie gesagt, nur ein paar Gehminuten vom Tagungsort entfernt ist. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, quasi den Tag ein bisschen zusammenzufassen, warum sollte ich nicht im Warmen sitzen dürfen? Heute Morgen war ich in einem Workshop, da ging es um die Verzahnung von E-Learning und Hochschuldidaktik und was möglich ist oder inwiefern man das gestalten kann, dass das Ganze davon profitieren kann. Der Workshop war sehr inspirierend und ich habe mich dort insbesondere darum gekümmert, welche kommunikativen Maßnahmen ergriffen werden müssten, um E-Learning mehr in der Hochschuldidaktik zu verzahnen oder zu verankern. Und ich habe für mich rausgenommen als Essenz, dass man letzten Endes auf jeden Fall Face-to-Face-Kontakte pflegen muss. Das heißt wirklich, man braucht so eine One-to-One-Beratung und ein Netzwerk, was auf individueller Ebene stattfindet, damit das Ganze funktioniert und dass da Austausch stattfindet, dass Hemmschwellen abgebaut werden und dass letzten Endes Leute sich trauen, auch Neues auszuprobieren und sich auch mit diesem Neuen gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen positionieren und darstellen. Auf der anderen Seite können dann daraus, aus diesen kleinen Kontakten und kleinen Peer-Groups, One-to-Many-Formate wachsen. Sowas wie ja, Multimedia-Werkstätten war ein Schlagwort, der gefallen ist. Oder auch sowas wie so kleine Ringvorlesungen oder Foren, die regelmäßig stattfinden, bei denen sich einfach Akteure treffen und darüber austauschen, was sie so tun mit digitalen Medien. Ich glaube, das ist so eine Sache, die tatsächlich wichtig ist und die es bisher noch wenig gibt, zumindest hier bei uns, oder ich sehe es nicht und weiß nichts davon, das kann natürlich auch sein. Andererseits ist es so, also in diesem Bereich ist so der Mittelbau unterwegs. Das sind so die Leute, die gerne lehren, die gerne digitale Medien einsetzen. Und ich habe mich dann auch noch unterhalten mit anderen Leuten und ein Aspekt, der so ein bisschen dagegen sprach, ist der gewesen, dass sich zu wenig auf strategischer Ebene mit dieser Thematik auseinandergesetzt wird. Das heißt, es gibt viele, die machen, die arbeiten, die arbeiten dahin und machen das jetzt und wollen das tun und sind da fleißig dabei und aktiv. Aber dahinter steht keine oder zumindest wenig strategische Ausrichtung. Also wo wollen wir eigentlich damit in 5 oder 10 Jahren sein? Also dass das Ganze wenig systematisch begründet, fundiert, eingearbeitet wird in dieses Gebilde Hochschule, was ja doch sehr, sehr komplex sein kann. Das war also der erste Workshop, auf dem ich war. Der zweite Workshop war dann das Thema Kompetenzentwicklung mit forschendem Blick. Das hat mich ein bisschen an die Tagung erinnert, die hier letztes Jahr im September am KIT stattgefunden hat, zum 10-jährigen Bestehen des House of Competences, also dem Ort, an dem Schlüsselqualifikationen bei uns stattfinden. Von daher will ich dazu jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mehr sagen. Dann habe ich ein Video hochgeladen, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe noch ein bisschen Werbung gemacht für den Workshop, den ich heute selbst geleitet habe. Da war eine kleine Gruppe da, wir waren insgesamt, glaube ich, 8 oder 9 Leute. Also fast schon sehr familiär vom Umfang her, aber deshalb umso ergiebiger, weil die Diskussion tatsächlich zwar nach Startschwierigkeiten, dann aber umso intensiver geführt wurde. Und wir haben dort ein bisschen erörtert, worauf denn kleine Fächer sich stürzen könnten, wenn es um digitale Medien geht und den Einsatz von digitalen Medien und insbesondere die kollaborative Erstellung von Lehrmaterial zwischen verschiedenen Instituten an verschiedenen Hochschulen. Da gibt es natürlich ganz viele Bedenken, also man braucht da nur ein bisschen rüberschielen in die Diskussion und Debatte um OER und Qualitätssicherung zu diesem Thema. Und man ist mittendrin in dem, was wir heute diskutiert haben. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie ist es denn, lässt sich so ein E-Learning-Video, wie wir sie für unser iBridge-Projekt produzieren, lässt sich das auch für andere Zwecke verwenden? Also zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit oder für Marketing für diesen Studiengang, also für dieses Fach, für diese Disziplin. Da waren die Meinungen sehr verschieden, wobei wir uns alle einig waren, dass vermutlich daran, ich will jetzt nicht sagen scheitern wird, aber zumindest als große Schwierigkeit wahrgenommen wird, wenn man keine klare Zielgruppe definiert. Und die Zielgruppe kann nicht heißen Masterstudierende, die breite Öffentlichkeit und vielleicht Schüler, die noch gar nicht wissen, was sie studieren wollen. Also man muss da sehr, sehr differenziert die Medien und die Videos aufbereiten, um die jeweilige Zielgruppe anzusprechen. Alles in allem war dieser Workshop also
sehr ergebnisreich und wir haben gut diskutiert. Es sind noch ein paar Aspekte zutage gekommen, die ich jetzt vorher noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Also da wirklich nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ein bisschen zusammenpacken und dann geht es heute Abend auf das Conference-Dinner. Und da werde ich auch nochmal ein paar Kontakte pflegen, insbesondere zu dem promovierenden Netzwerk, sofern die Kolleginnen und Kollegen da sind. Und aber auch sonst einmal noch ein paar Leute kennenlernen, mal die Hand schütteln, insbesondere von den Leuten, die ich bisher irgendwie nur via Twitter kenne oder auch mit denen ich mich nur digital unterhalten habe bisher. Auch das kam vor. Also wer das Ganze nachverfolgen will auf Twitter, gebt mal den Hashtag DGHD18 ein. Also da meine Timeline ist schier explodiert die letzten 2 Tage über und das wird morgen sicher nochmal so sein. Und dann wird sich das sicher ein bisschen abwedeln. Also in diesem Sinne klinke ich mich für heute aus. Ich melde mich morgen nochmal. Bis dann. Ciao.